Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen zu einer, denke ich mal, wirklichen Perle von Spiel. Und zwar hat mir The Machine 14 ein Video von seiner SU 12244 gezeigt. Und was ich so von den Stats da lese, ist das sensationell. Und ich denke sogar, dass es ein Replay of the Week werden dürfte, von dem her... Seid bereit für das Kommende. Aber wir gucken erst einfach mal, was er so treiben wird. SU 12244 ist eben ein Premium-TD mit einem normalen Matchmaking, kommt also auch in Tier 9 Gefechte rein. Und erstmal fährt er in typischer TD-Manier hier hinter die Büsche, um da den Tarneffekt ausnutzen zu können. Scherenfernrohr ist aktiv und will hier vorne auf den vermeintlichen Gegner halten. Noch ist da aber nichts zu sehen. Aber man muss hier auch ein bisschen Geduld haben. Da ist doch... da war der erste Gegner und der ist schon direkt weg. Ja, warum denn auch nicht? Warum denn nicht? Der war schnell. Da kommt ja auch der T40... Amorek, who? Nice. Also ja, da ist gleich gute Laune. Also, tut mir fast ein wenig leid für ihn, aber eigentlich auch nicht. Aber so geht's gut los, so darf es auf jeden Fall weitergehen. Die ersten 574 HP, direkt den Kill und Zerstörung. Die Frage ist, kommt da nochmal so einer? Willst du da nochmal einer probieren? Oder hat er sein Glück mit dem Schuss schon überstrapaziert? Aktuell noch niemand da, auf den er schießen kann. Und da ist der T29 nicht so leicht. Ah, den Tiger hätte er vorher lieber gesehen, als den T29 da so zu ketten. Extrem schwieriger Schuss, weil genau ist das Ding nicht so wirklich. Ja, habe ich mir fast gedacht, da lieber Munition sparen und warten. Da unten kommt jetzt schon langsam so ein bisschen was rum, der linke Hand. Frage ist, hier oben verweilen und warten oder aktiv werden. Ja, da unten fallen sie jetzt wie die Fliegen. Da muss er sich jetzt umorientieren, dass er dem T28 da helfen kann. Genau da vorne in den anderen Busch, beziehungsweise ganz links, dass er aufs Rollfeld wirken kann. Oder macht er was ganz anderes? Der T28 lässt sich jetzt ein bisschen zurückfallen und hoffentlich rushen die ihn. Jetzt könnte er auf jeden Fall mal auf den Oni gehen. Prallt er ab. Jetzt aimt er auf den Helm, das ist gut so. Und zerstört ihn. Auch wenn es dann nur 32 HP waren, aber egal. Kill ist Kill. So, jetzt der T34-1. Bin gespannt, jetzt dürfte bald das Schützenfest losgehen. Den kommt da gleich nicht mehr drauf. Da hinten noch der Lux. Das ist ein potenzieller One-Shot. Ja, ja, sehr schön. Den erwischt er. Den macht er weg. Dritten Kill hat er schon. Und jetzt da unten die Jungs, auf die kommt er nicht drauf. Auf den Boxtank wäre er aber drauf gekommen, aber leider zu spät offen gewesen. So, jetzt erhöht er sich mal. Jetzt kommt er auf den Boxtank drauf. Hat daneben geschossen. Aber wenn er jetzt nochmal den Nachschuss bekommt, dann dürfte er ihn auch wieder wegmachen. Nein, in den Boden. So, jetzt aber neben ihm plötzlich, der Panther.
Panther reagiert nicht auf ihn. Erst jetzt. Man sieht, also er hat auch keinen sechsten Sinn. Da die Explosion, jetzt neben der T29. Jetzt kommt er in arge Bedrängnis langsam. 6:9 steht's fürs Gegnerteam. T29 orientiert sich gerade nicht auf ihn, den kann er ausnutzen, um ihn da einen zu verpassen. Sehr schön gemacht. So, der T29 nimmt jetzt leider den 1S raus. Da oben jetzt der AMX. Aber da kommt, jetzt hat er ein Schussfeld. Er trifft sehr gut, das muss man ihm lassen. Und ich glaube langsam, warum sich das wirklich zum Replay of the Week entwickelt. Ah, leider ein bisschen zu weit vorne, ein bisschen weiter hinterhalb, hätte auf den Panzerkörper besser wirken können und hätte besser die Seite beschossen. Jetzt stellt er den T29 wohl nach. Der ist ein potenzieller One-Shot. Da ist er. Sehr gut. Ohne Auto-Aim, einfach mit der Maus drüber und weggemacht. Jetzt lebt nur noch der T29 von ihm mit 46 Hitpoints und das ganze Gegnerteam. Okay. Jetzt ist es ein 1 vs. 6. Stuck, Sturer Emil, Panther, Tiger, AMX, M4. Also da ist auf jeden Fall noch was für jeden dabei. Nun die Frage, auf die Position, wo er schon gespottet war, ist wahrscheinlich nicht so clever, weil da weiß der Gegner natürlich, dass er da steht. Ganz woanders hin, dann hat man natürlich die Problematik, eventuell Gegner vor sich zu haben. Oh, sehr gut. Jetzt hat er den Panther endlich weggemacht. Hinterhalb da hier der Tiger. Auch der ist im Bereich, mit einer Granate zu zerstören. Ehrlicherweise, ich würde jetzt wahrscheinlich auch auf Premium umladen, weil jeder Schuss muss jetzt sitzen, da darf nichts mehr abprallen und die möglichst Wahrscheinlichkeit dafür ist einfach natürlich eine Premium-Granate. Da ist jetzt der Tiger. Tiger trifft ihn. Auto-Aim und auch weg mit dem Tiger und den Krieger macht er zumindest noch. Der AMX, der hat auch sogar noch 704 HP, das heißt, für den braucht er zwei Schüsse sogar. Da ist er. Der fährt jetzt aber so hinterhalb des Steins, dass er nicht drauf wirken kann. Und oh, da kommen noch alle anderen. Der Sturi Emil, den macht er mit einem Schuss weg. Sehr gut, hat er wirklich drauf geachtet, wer die möglichst wenigen Hitpoints hat. Aber wenn die beiden jetzt gleichzeitig rumkommen, hat er ein Riesenproblem. Der letzte ist jetzt im Cap. Das heißt, er kann sich jetzt auf die beiden in Anführungszeichen konzentrieren. AMX, jetzt ist er, jetzt mit dem nächsten Schuss kann der AMX ihn wegmachen, aber er ihn auch. Und macht er ihn weg? Ja, er macht ihn weg! Jetzt nur noch der KV-1. KV-1 verschießt. So, genau, hinterhalb runter. Im Zweifel da durchschießen. Ja, jetzt! Sehr gut! Und jetzt fehlt wirklich nur noch das Stuck. Radley Walters hat er schon klar gemacht. Jetzt kann er sich sogar noch die Pools-Medaille holen. Pools-Medaille, Kolobanov, alles möglich, alles drin. Wie gesagt, nur noch das Stück steht zwischen ihm und dem Sieg. Aber auch das Stück weiß natürlich, wo er zuletzt war. Er hat sogar noch die Zeit nebenbei auf Fragen zu antworten. Sehr sympathischer Kerl. Wie gesagt, sobald aber das... Wenn jetzt zeitlich das Stück auftauchen würde, oder jetzt sogar hinter... Wo hat er denn jetzt hin? Hinterhalb, dann hat er ein Riesenproblem.
Ja, er manövriert sich mal komplett außenrum. Also er wählt hier da dementsprechend die lange Route wählen und von einer Stelle zu kommen, wo vielleicht der Stock ihn nicht erwartet, aber natürlich ist es aktuell auch so, jetzt weiß er auch gar nicht mehr, wo der Stock ist. Vorher war er zumindest noch an der Basis, aber eben jetzt absolut, absolut unklar. So, jetzt ist er auf dem Rollfeld, wäre hier tendenziell sehr frei, hat hier keine wirklichen Deckungsmöglichkeiten. Hier das Schlachtfeld schon zu seiner Rechten. Die Panzerleichen. Will er jetzt etwa Cappen fahren? Tendenziell auch möglich. Muss er in der nächsten Minute drinnen sein? Beziehungsweise, nee, also sogar noch mehr Zeit. Minuten 55 sind noch zu spielen. Wie gesagt, es könnte von überall kommen. Sehr unschöne Situation, gerade weil er einfach so wenig Hitpoints hat. E3 schreibt das gegnerische Team. Also wenn das der Fall ist, wobei ich da jetzt eher nach einer Finte ausgehe, weil das gegnerische Team weiß genauso, wenn ich jetzt hier meinen Mate verrate, dann verliere ich das und so haben sie doch noch sehr gute Chancen, weil 59 Hitpoints, das kann man schon gut und gerne mal wegmachen. 1 Minute 30, hier die Cap-Zeit, deswegen hier natürlich reduzierter aufgrund der Gefechtsart. Cap das jetzt durch. Kriegt er den Gegner noch? Das ist die Frage der Fragen. Für die Pulsmedaille braucht er den 10. Kill. Und die Pulsmedaille würde ich mir an seiner Stelle ungern nehmen lassen. Kommt das Stück? Jetzt muss er aber jetzt kommen. Es kann ja jetzt nicht mehr selber cappen. Das ist die Chance. Hat er einfach nicht mehr. Dreißig Sekunden, dann hält er durchgekappt. Wie gesagt, vielleicht denkt er sich auch, naja, bevor ich hier die Niederlage da eingehe, cap ich da durch. Und da ist es auch schon. Mit einem Schuss würde er den wegmachen. Und da ist er. Und er macht den Kill. Er macht den Kill. Und dementsprechend hat er das Gefecht für sich entschieden. Ich kann nur sagen, sensationell. Besser geht's nicht. Das ist definitiv das Replay of the Week gewesen. 10 Kills, 5460 Schaden und 1 gegen 6. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr wisst. Gerne einen Daumen, gerne einen Kommentar und auch sehr gerne ein Abonnement. Ich freue mich darüber, wie immer. Euer Alcaramba.